Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 27. November 2018. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, hier sehen wir das Horoskop von heute und man sieht hier schon diese Konjunktion, die Dreierkonjunktion vom rückläufigen Merkur, Sonne und Jupiter, die hier heute alle drei zusammenwirken. Im Schützen und da der Merkur rückläufig ist, gilt es eben, all möglichen Missverständnissen vorzubeugen. Denn der rückläufige Merkur kann uns gerade im Bereich der Kommunikation, aber auch in der Kommunikation mit uns selbst, also in unseren Gedanken, kann er uns auf Abwege führen, kann Missverständnisse besonders hervorheben, kann es schwierig machen, auch seinen eigenen Punkt klar darzustellen oder auch den des anderen zu bekommen. Hier gilt es also sehr vorsichtig zu sein mit allen Formen der Kommunikation, weil wir eben damit rechnen müssen, dass Missverständnisse entstehen können. Merkur trifft heute Morgen die Sonne, also Merkur ist ja rückwärts, läuft also in Richtung Skorpion, die Sonne natürlich wie immer vorwärts, jetzt hier im sechsten Grad des Schützen. Merkur und Sonne treffen sich heute Morgen um 10:15 Uhr. Das bedeutet, Merkur, der die ganze Zeit vor der Sonne gelaufen ist, läuft dann hinter der Sonne und die Sonne eben vor dem Merkur. Aber beide kommen zusammen und dadurch wird Merkur durch die Sonne massiv aufgeladen in seiner Rückläufigkeit, bekommt hier also überstarkes Gewicht, was auch bedeuten kann, dass unsere Gedanken ein überstarkes Gewicht bekommen. Und da sich Gedanken ja oftmals um Sorgen drehen, also um das in der Vergangenheit drehen, was nicht gut gelaufen ist, und die Befürchtung haben, was in der Zukunft nicht gut laufen könnte, ist es so, dass natürlich die Sonne auch unsere negativen oder sorgenvollen Gedanken verstärkt. Umso wichtiger ist es hier auch im Schützen optimistisch und positiv zu denken und sich auch positiv auszurichten, denn wir leben ja in einer polaren Welt. Hier gibt es nicht das eine oder das andere. Es ist nicht nur immer schwarz oder weiß, es ist immer eine Mischung aus beiden, wie es auch im Symbol des Yin und Yang zu sehen ist. Merkur wird dann heute Abend um 23:27 Uhr in seiner rückläufigen Bewegung auch auf Jupiter stoßen. Eine ähnliche Konstellation auch hier. Gilt es aufzupassen, dass irgendwie Jupiter neigt ja zur Übertreibung und auch zur Rechthaberei, dass wir uns nicht irgendwie einbilden, wir hätten Recht oder die Weisheit gepachtet, sondern tatsächlich uns bemühen, offen zu sein, auch was der andere uns sagen will, auch über fremde Gedankengänge oder uns fremde Gedankengänge einmal nachzusinnen, um einfach auch unser Spektrum zu erweitern. Heute Morgen um 9:35 Uhr wechselt der Mond vom Krebs in den Löwen. Das heißt, hier ist so zwischen 9 und 10 Uhr ist hier Mondwechselenergie. Dann der Mond im Löwen bis Donnerstagmittag. Das ist interessant, weil dadurch Sonne und Mond beides in Feuerzeichen im gleichen Element stehen. Das passiert nicht immer und häufig. Das bedeutet, Mond und Sonne können hier gut zusammenwirken, haben eine gute Verbindung miteinander. Beim Feuer ja oftmals so, dass das Element über sich selbst hinauswächst, dass wir zu viel wollen und unsere Erwartungen an die Wirklichkeit zu hoch sind. Gerade der Mond im Löwen hat ja immer die höchsten Erwartungen, die höchsten Anforderungen auch an sich und andere. Und hier müssen wir eben aufpassen, dass unsere Erwartungen und Anforderungen an uns und andere nicht über das Ziel hinausschießen, nicht zu hoch gestreckt sind, sondern auch realitätsgemäß sind. Grundsätzlich gilt es mit dem Mond im Löwen, uns auf unsere innere Herzensqualität zu besinnen. Im Körper ist dem Löwen ja das Herz zugeordnet, also uns auf unsere innere Herzensqualität zu besinnen und eben die Dinge aus dem Herzen heraus zu tun. Und nicht nur aus dem Verstand oder nicht nur, um besser dazustehen.
Hier kommt eben auch Großzügigkeit, Mildtätigkeit ins Spiel, aber mit Mut im Löwen auch eine Kreativität. Es ist auch eine schöpferische Konstellation, etwas aus uns hervorzubringen, was vielleicht mehr Freude in die Welt bringt oder ein wenig mehr Licht in die Welt bringt. Dann haben wir diese Konstellation schon perfekt gelebt. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Dienstag und sage Tschüss, bis morgen.